Servus Leute, willkommen zurück zu Halo 3. Ja, ich habe die ersten vier Parts am Stück aufgenommen. Ich kann ja hier schon mal ein Spiel starten. Und ja, habe gemerkt, dass meine Stimme etwas halt. Das liegt daran, ja, Controller vibrieren und so. Das liegt daran, dass mein Mikrofon recht weit weg ist. Moment, ich spreche gleich weiter. Ja, was ich jetzt sagen wollte, die ersten vier Parts habe ich am Stück aufgenommen und ich habe bemerkt, dass meine Stimme halt, das konnte ich im Nachhinein nicht bearbeiten, weil den Hall-Effekt bekommt man nicht so leicht weg. Deswegen habe ich jetzt extra eine umständliche Methode genommen. Ich habe ein Stück meines Mobiliars verrückt, also besser gesagt, meinen Nachttisch, der ist etwas höher. Ich habe jetzt darauf das Mikro gestellt, also er steht jetzt direkt neben mir. Ich hoffe, man hört meine Stimme jetzt trotzdem besser und das halt nicht so sehr. Und ich muss mich jetzt wieder an eine kleine Verzögerung hier gewöhnen, denn ich spiele natürlich hier mit meiner wunderschönen, geilen Elgato Game Capture HD und so weiter. Ich sehe das Bild auf dem TV, also und die Verzögerung würde ich sagen, mal auf dem TV bewege ich mich jetzt links, jetzt auf der Aufnahme. Aber ich werde das. Hoppla. Bearbeiten. Natürlich so, dass es passt. Wir machen hier jetzt weiter in Halo 3. Unsere Leute sind ziemlich verwundert. Kampfgewehr ist zwar ganz cool, aber ich bevorzuge die Schrotflinte. Moment, ich darf nicht vergessen, es ist der härtere Schwierigkeitsgrad. Also der legendäre. Ich habe gestern mit meinen Brüdern wieder ein bisschen Halo Reach gezockt. So, meine Leute sind alle schon vorgegangen, oder? Ja, die warten alle schon hier. Ich bin nicht sicher, ich erreiche den Commander nicht. Wir sind zu tief unter der Erde. So, mit Geschütz oder nehme ich lieber mehrere Leute mit? Ich nehme lieber mehrere Leute mit. Leute da. So, der Steuermoment. Gut, dann fahren wir zu zweit los. Das ist mal geil, yeah. Und ich merke wieder auf dem PC, hier ist die Qualität des Videos noch um vieles besser als hier auf dem TV. Das ist richtig geil so. Aber nun gut, wir legen jetzt los. In der letzten Folge ist unsere geheime Basis oder was das war in die Luft geflogen durch eine Bombe und wir müssen jetzt weitermachen hier. Natürlich ein guter Soldat gibt niemals auf. Moment, hier sind auch noch Leute, kommt. Oder zumindest einer. Steig ein, Kumpel. Wir haben noch Platz, also zwei. Kommt her. Steigst du bald ein? Rein mit dir, es ist ein Befehl! Geht doch. Einer steht da noch, aber nur gut. Moment. Normalerweise kann man von hier aus auch zielen. Ich gehe mal kurz zurück und hol mir ein paar Plasma-Granaten. Ich habe hier nämlich ein paar rumliegen sehen. So. Jetzt können wir losstürmen. Aber ich habe eine andere Idee. Ich muss auf meine Leute aufpassen, weil ich spiele Halo gerne mal so, damit meine Leute auch am Leben bleiben. Denn ich habe gern Verbündete. Auf den Kopf, ja! Auf die Schulter! Jawohl, perfekt. Dann kommst nicht kleiner. Moment, so, das wird. Ich wollte gerade sagen, es wird schwer, aber egal. In die Hand!
Mist. Treffe nicht. Vor allem diese Stage hier wird auf dem legendären Schwierigkeitsgrad ziemlich hart. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, als ich die mit meinen Brüdern gespielt habe, allerdings habe ich da den härtesten Schwierigkeitsgrad genommen. Und da hing ich an den Wraiths fest. Also die blauen Gefährte der Allianz. Was ist los, Leute? Alle vorwärts! Ja, und wo ist der Rest? Na, egal. Fahren wir eben alleine weiter. Achso, die sind schon vorgefahren, okay. Sagt mir das doch, Leute. Ich muss immer mal wieder links gucken auf meine Tonspur, ob die sich auch richtig genug bewegt. So, das sind... Wow, Scharfschützen! Stirbt, Scharfschützen! Moment, was hast du für eine Waffe? Du hast ein Kampfgewehr. Ich habe eine Idee. Hier liegt Munition. Was ich gerne mache, das kennt ihr vielleicht aus meinem Halo 2 Let's Play. Ich gebe meinen Verbündeten gerne ein Scharfschützengewehr. Ich nehme natürlich auch das Scharfschützengewehr. Okay. Mein Kumpel will eine entspannte Fahrt, meinetwegen. Lass das bleiben. Okay, nur ein Scharfschütze. Nein, da oben ist auch noch einer. Das ist, glaube ich, so ein Fetter. Ja, den haben wir gegeben. Der hat nämlich eine Bazooka gehabt. So, jetzt kommt, glaube ich, so... dich fahre ich meinen Haufen, Gerät. Ah, gerade! Wow, Volltreffer, Kumpel. Haut ab, ihr kleinen Wichte. Jetzt fahren wir mal weiter. Wir sind jetzt bei 7 Minuten und ich komme ganz gut zurecht. Einen Augenblick mal. Kann ich das von hier aus? Ja, kann ich sogar. So. Ich habe mich nicht mehr... Oh. Natürlich fahre ich genau jetzt. Du Penner. Achso, die Schrotflinte. Gut, die wird mir hier nicht so viel helfen. Ich dachte kurz, dass ich das Kampfgewehr habe, aber egal. Ach, was schieße ich überhaupt mit der Schrotflinte? Oh. Moment. Ey! Kleiner blöder Wicht! So, ich hatte ihn gerade so schön. Nochmal. Nein, da ist ein Loch. Achso, ich habe vergessen, dass wenn man einmal drauf schießt, verlassen erst sichere Gefühle. Kannst du aussteigen, Kumpel? So, das sind kleine Lichter. So. Mir ist der Scharfschütze hier wesentlich wichtiger. Ich weiß, dass hier auch noch einer steht. Wo ist er denn? Der versteckt sich da hinten, die feige Sau. So, erstmal der rausgeschossen. Ich möchte hier langsam und bedacht vorangehen. Ich will nicht dumm sein und in eine Falle laufen. Wie bei denen zum Beispiel. Wow, so, das war mein Kumpel. Wo denn? Ja, du hast recht. Stimmt, da war ja noch einer. Danke, Kumpel. Das Gute ist, meine Leute zeigen mir immer mal wieder mit den Schüssen, wo die Gegner sind. Ey, du kleiner Wichtigtuer. Habe ich getroffen? Nee. Nein, ich bin schlecht. Komm her, du kleiner. So, der ist schon hier auf der anderen Seite. So, einmal. Fuck, er hat sich bewegt. Nochmal. Er versteckt sich, die feige Sau. Komm raus. Keine Munition mehr. Supi. Hier sollte irgendwo eine Waffe liegen, genau. Das ist jetzt doof. Ich
glaube, ich mache es so, dass ich meinem Kumpel, meine Frau fährt auch mit, das Scharfschützengewehr lasse und ich fahre selber mit der kleineren Waffe vor. Sollte ein Scharfschützengewehr sein, ja. Gibt das her. Alles klar. Es geht wieder weiter hier. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte ein bisschen die Geschichte von Halo erzählen. Aber das ist eigentlich überflüssig, denn die Geschichte von Halo. Ich verstecke mich hier. Aber die Geschichte von Halo erzählt sich mehr oder weniger sowieso schon selber. Hör auf damit! So, jetzt hätte mich mein Kumpel fast überfahren. So, unsere Kumpels lenken sie ab, jetzt kommen wir. Ja, unsere Kumpels haben Blut verloren, das gefällt mir nicht. Wir sind ein paar Stachler, die sind gut, aber wir fahren einfach mal weiter. So, man hat natürlich gehört, was hier schon Sache ist. Jetzt kommt die Stelle, die ich persönlich recht schwer finde. Zumindest in diesem Schwierigkeitsgrad, weil da unten fahren zigtausend von den Choppern herum. So, der ist weg. Der ist weg. Ich muss hier schon mal vorsorgen. Und die Chopper, die bekomme ich nicht so schnell weg. Ins Knie! Falls das Teil überhaupt ein Knie hat. Mann, das ist meine Kumpels oder nicht? Du steig mal aus. Mist, ich habe ihn nicht getroffen, aber den kann ich ins Kreuz schießen. Steig aus, habe ich gesagt. Lebt er noch? Der lebt noch? Nein! Moment, Moment, Moment. Ich muss mich anders hinstellen, sonst bekomme ich den nicht so schnell. Einmal schießen. Jawohl, Kopfschuss. Da ist noch einer. Zack! Habe ich getroffen? Nee, aber jetzt. Geil. Nein, kein Schützengewehr mehr. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was brauche ich nun? Ich brauche Kampfgewehr. Kampfgewehr. Mein Kumpel hat noch ein Scharfschützengewehr, aber dem will ich das nicht wegnehmen. Nein, ist kaputt. Das Teil da oben ist leer. Das sind unsere Kumpels. Ich glaube, wir haben alles. Also hier sieht man, schon, hier gibt es zigtausend Autos. Man könnte nicht logischerweise, aber man könnte, wenn man es gut anstellt, könnte man hier mit vier Fahrzeugen herumfahren. Das ist ja wohl mehr als geil. Ich gucke immer mal gerne in die Häuser rein, um zu gucken, ob hier versteckte Dinger sind. Ich bin so einer. Ich kenne dieses Spiel zwar sehr gut und weiß, wo was ist, aber ich kann es nicht ändern. Ich mache es immer wieder. So, sind noch irgendwo Feinde? Ich glaube jetzt einfach mal nicht. Deswegen fahre ich einfach mal weiter. Weil ich es kann. So, Kumpels, ihr habt gute Arbeit geleistet. Ich werde es jetzt so machen, denn ich weiß ja, was kommt. So, ich zeige mich mal kurz. Und jetzt schnell wieder umdrehen. Neon. Und? Nix. Doch, 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 das war es nämlich, was ich eigentlich wollte. Ich wollte die Viecher anlocken, damit ich sie abknallen kann. Hör auf da oben! Das sind mehr! Jawohl, sie sterben wie die Fliegen. Ich glaube, einer hat überlebt. Ja, ich glaube, einer hat überlebt. Da ist sie nicht. Nein, das ist so ein Fetter. Ah, hau ab. Wow, mein. Geil. Schützengewehr. Geht das? Wahrscheinlich nicht. Doch, geht. Ich hatte irgendwie was ganz anderes vor, aber egal. Ich schmeiß das Scharfschützengewehr weg. Weil ich weiß,
Moment, dir gebe ich es, dann nehme ich das andere. Ja, bin ich. Dann nehme ich das Kampfgewehr. Steigt ein, Leute! Okay, kommt, Leute. Ich muss noch auf das andere Fahrzeug warten. Moment, ich muss das Teil mal in den Haufen fahren. Ist das eine gute Idee? Da hängt da trotzdem fest, ach egal, ich fahre einfach ohne ihn weiter. Jetzt kann der euch nämlich wieder mal was zeigen. So, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. So, ich bleib mal hier stehen. So, ihr seht schon, ich gehe hier einen völlig falschen Weg entlang. Hier liegt ein Regenerator. Und ja. Nein, du fährst nicht. Okay. Ja, wo war es? Also habt ihr, das ist jetzt so eine riskante Sache. Ich weiß, hier gibt es einen Schädel. Hier kann man auch drüber laufen. Wo war er denn? Ich finde den Schädel nicht mehr. Bin ich dumm? Hier irgendwo in der Nähe ist auf jeden Fall ein Schädel. Da unten ist er. Muss man dann da runterspringen und da drunter herlaufen? Moment, ich will, oh, will euch das mal zeigen. Da muss man nämlich, wo war es denn? Da runterfallen und dann da unten entlang laufen, aber. Ich habe keinen Bock mehr, diesen Schädel zu holen. Zumindest nicht im Let's Play. Ich häng fest. Moment, wie kann man zurück? Das Teil rauf kann ich nicht. Ich müsste hier hoch. Der Daumen drüber. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich zurückkam. Wenn nicht, muss ich absichtlich sterben, damit ich zurückkomme. Ja. Ach, was soll's. Versuchen wir den Schädel zu holen. Wo war's? Nein, nicht so weit. Okay, da ist der Schädel. Perfekt. Gut, wieder zurück. Jawohl, komme ich sogar. Geil. Was macht ihr Idioten da? Seid ihr dumm? Die Frage ist, komme ich mir jetzt wieder einfach so zurück? Ich habe es, glaube ich, einmal geschafft, aber das war nicht der Weg, den ich hier jetzt gegangen bin. Aber es macht nichts, die Leute haben mir gezeigt, wo es lang geht. So, der Schädel kommt weg. Warte, ich helfe dir. Steig ein. Jetzt muss ich gucken, wo kann ich rauffahren? Kann ich diesen Weg hoch? Kann ich ihn? Nein, anscheinend nicht. Du bist auch nicht besser gefahren. Ich versuche nur dich zu retten. So, nochmal. Hier hochzufahren ist ein Krampf. Gibt es eine andere Methode? Gucken wir mal. Ich habe mich hier unten noch nie genau umgesehen. Hast du gar nicht. Nun gut, dann gehe ich eben so hoch, wenn die Frau mir nicht folgen will. Und ich höre über mein Auto. Ich glaube, der Weg hier ist auch zu klein, um raufzufahren, aber. Sind die ganz anderen Leute? Habt ihr die alle umgebracht? Steig mal aus, ich. Was zum? Nein!
Sorry, Leute. Scheiße. Nun gut, ich habe euch den Schädel gezeigt. Ich werde jetzt zum letzten Kontrollpunkt zurückkehren. So, jetzt haben wir wieder alle Leute. Wie gesagt, ich habe euch gezeigt, wo der Schädel ist. Aber ich würde mal sagen, dass ich hier jetzt einen kleinen Schnitt mache. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Halo 3. Pfiat euch.